Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gern dein Like, Kommentar und auch dein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam wachsen und genau deswegen lege ich auch direkt los. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every. So, liebe Seele, wir wollen sehen, was der Tag für dich bereithält und legen deswegen genau direkt los. Wir haben Metatron, sehr, sehr stark. Fokussiere dich auf dein Ziel. Du schaffst alles, was du willst. Ja, grenzenlose Erfüllung heißt es hier im System für dich. Was aber dagegen spricht, gegen diese grenzenlose Erfüllung, ist so ein bisschen die manipulative Ader, die in deinem Leben gerade ja, besetzt wird von irgendeinem weiblichen Wesen. Also wir haben hier eine weibliche Person um dich herum, die dich schon sehr gut zu lenken weiß, die dir auch versucht, Entscheidungen so ein bisschen in die Schuhe zu schieben, dass du ja auch nicht deine eigene Klarheit bekommst. Da solltest du ein bisschen drauf aufpassen. Das heißt also, überleg doch mal, was eigentlich deine Ziele waren. Was ist denn wirklich dein Ziel? Wann bist du in deiner Urkraft angekommen und wann hast du die Zügel aus der Hand gegeben? Wichtig hierfür, du wirst heute ein klares Signal dafür bekommen, beruflich, berufungstechnisch und auch fortbildungstechnisch, was genau deins wäre. Ganz egal, ob du Panik davor bekommst, ganz egal, ob du ja, Angst davor bekommst, lass es einfach wirken, denn du bist erst am Anfang. Und dieser Anfang, der wird heute gemacht. Deswegen fokussiere dich auf dein Ziel, du schaffst alles, was du willst. Es ist nur die Frage, ob du auch den Willen dazu hast. Und hier bist du noch ein bisschen in der Naivität gefangen. Du wärst schon sehr, sehr viel weiter, weil du hast in der letzten Zeit sehr an dir gearbeitet und bist auch sehr stark über dich hinausgewachsen. Aber wie gesagt, wir haben hier noch eine weibliche Energie, die dich sehr festhält und versucht zu lenken. Ich bin aber der Meinung, dass du hier mit Klarheit dich heute dafür entscheidest, dass du deine eigene Macht über dich selbst wieder bekommen wirst. Und da haben wir Sex. Wow! Eine starke Karte. Was hat Sex damit zu tun? Das ist die Frage jetzt, ne? Auch hier natürlich kann es gut sein, dass du nicht mehr in dem Attraktivitätsmodus warst, in dem du eigentlich sein könntest, weil du dich zu sehr darauf fixiert hast, wie das Leid von Freundinnen ist, dass du dich selbst für dich verschlossen hast, dass du einfach deine eigenen Emotionen, deine Verlangen, deine Begierden, dass du die gar nicht mehr wahrgenommen hast. Und das ist so dieser Paukenschlag. Da wird es dir heute bewusst. Du wirst merken, okay, ich habe mich wirklich in die Irre führen lassen. Und stehe jetzt da und möchte gerne auch wieder leben. Ich möchte Leidenschaft spüren, ich möchte Nähe spüren, ich möchte Triebe leben, ich möchte einfach in meine eigene Stärke wiederkommen. Und da hat Sex halt einen sehr, sehr hohen Signalwert für dich, weil durch Sexualität bei dir sehr viel freigesetzt wird. Urkraft natürlich, die wir hier gesucht haben, aber auch deine Weiblichkeit, die du dann zum Ausdruck wiederbringen kannst, weil du dich dann auch wieder als weibliches Wesen wahrnimmst. Ja? Bei Männern natürlich im männlichen Wesen. Wichtig, auch hier setze klare Signale, dass Sex etwas ganz Natürliches ist und dass du dir absolut keine Sorgen darum machen musst, dass du nicht begehrenswert bist. Du hattest einfach in letzter Zeit nicht den Fokus darauf, darfst ihn jetzt aber auch wieder lenken. Denn es ist dein Ziel, deine Begierde, deine Triebe und somit auch dein Leben. Seraphim Ariel, wage den Sprung ins Abenteuer. Unerwartetes wird dir begegnen. Ja, gerade im Sexuellen heißt es natürlich, dass der ein oder andere Flirt heute sehr, sehr gut möglich ist. Es heißt aber auch, dass du jetzt mit dieser neuen Entscheidungsfreiheit, die du jetzt wieder lebst, die du natürlich auch genießt auf eine Art und Weise, dass du hier ein klares Statement für dein Leben gibst, dass du es bejahst. Also es geht nicht mehr nur um Sorgen, um Zweifel,
sondern du gehst raus aus diesem Zweifelgedanken und gehst rein in deine Vision des Lebens und du bejahst es einfach. Dieses Ja, was du heute von dir gibst, ist so viel stärker für dich wie jedes Nein, was du dir selbst in letzter Zeit angetan hast. Weil du hast nicht im Außen Nein gesagt. Du hast dort keine Grenzen gesetzt, sondern zu dir selbst. Sollte ich mir ein Stückchen Kuchen holen? Nee. Soll ich für andere ein Stück Kuchen backen? Oh ja. Also, da ist kein Gleichgewicht gewesen und genau deswegen musst du für dich auch den Weg wieder zurückfinden in diese Selbstermächtigung. Aber Ariel führt dich da ganz gut und das Ungewisse, auch vielleicht so ein bisschen diese Nervosität, wie könnte jemand reagieren, wenn ich jetzt mal agiere oder entscheide, das macht doch das Leben aus. Das ist doch genau das, was dir gefehlt hat. Lebenssinn. Ja, der Sinn des Lebens ist, deinem Leben einen Sinn zu geben. Und diesen Sinn, den wirst du heute vielleicht nicht für diese Komplexität finden, aber du wirst sie für dich finden. Der Lebenssinn ist nämlich derzeit das, was für dich in der Lernaufgabe steht. Es ist auch für dich das, was du als Fortschritt siehst. Denn der Sinn hat sehr vieles mit deinen Zielen zu tun. Denn wenn deine Ziele keinen Sinn ergeben, wären es nicht deine Ziele. Ja, und da musst du dich jetzt darauf fokussieren und konzentrieren. Was möchte ich überhaupt im Leben noch umsetzen? Was möchte ich erreichen? Wo sehe ich Sinn, dass ich mir und der Gesellschaft was Gutes tue? Ja, man soll ja immer sich auch loben, der Gesellschaft natürlich auch dienen, aber in einer regelrechten Harmonie und nicht in einer Diskrepanz. Weil wenn da kein Gleichgewicht besteht, dann fällst du wieder zurück ins innere Kind, wo du heute gar nicht reingehst. Du wirst heute nur merken, ich habe manchmal zu naiv gehandelt. Auch das ist okay. Kein Mensch ist fehlerfrei. Das wollen wir immer wieder betonen. Ich möchte es immer wieder betonen. Und du solltest das natürlich auch verinnerlichen, dass es okay ist, Fehler zu machen. Es ist okay, mal nicht gewusst zu haben, wo der Sinn steht. Aber dafür dir jetzt den Sinn wieder zurückerlangen. Serafim Zadkiel, gib deine Zurückhaltung auf und öffne dich für deine Leidenschaft. Also da kommt nochmal sehr, sehr gut gespiegelt die Sexualität. Öffne dich, ziere dich nicht, ja, schäm dich nicht für deine Fantasien, für deine Gedanken. Auch hier wieder so ein richtiges Rondell der Gefühle. Ja, was macht dich an? Was sind so die Punkte, die du erleben möchtest? Auch hier, denn die Sexualität ist etwas, was dir sehr, sehr viel Glück bereiten kann, wenn sie auf gegenseitiger Befriedigung, und da rede ich jetzt nicht nur vom körperlichen, sondern auch vom sensitiven, sensuellen, das gibt so viel Energie und diese Energie kannst du dann natürlich dafür nutzen, auch wieder andere Entscheidungen noch weiter zu fällen. Was jetzt nicht heißt, dass du den ganzen Tag im Bett oder irgendwo anders sexuell verkehren musst. Es geht nur darum, auch dich dafür wieder zu öffnen, ja, nicht verschlossen zu sein, sondern deine eigene Fantasie wahr werden lassen. Hingabe. Und dann hast du die volle Hingabe, nicht nur zu dir, sondern auch zum Thema deines Bewusstseins. Und diese Hingabe bedeutet, dass du dich deiner Seele hingibst, dass du dich in deinen Weg hingibst, deine Fülle also, dass du bereit bist, deine Gesundheit auch wieder viel mehr unter die Lupe zu nehmen, dass du dich viel mehr darum sorgst, was du jetzt noch erreichen möchtest, dass du einfach bei dir angekommen bist. Du brauchst gar keine zweite Person dafür, um diese Vollkommenheit zu spüren, sondern alle Menschen, die jetzt zu deinem Leben noch dazu finden, sind einfach noch Bonus. Du bist aber ja, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Wir sehen uns morgen wieder.